So, sorry, dieses Knacksen ist böse. Welcome back und welcome back zum ESL Weekly Cup 75 im Spiel Epic Clanes Epic gegen The Chosen Ones EU, die im letzten Spiel, naja, gegen ein Team gespielt hatten, was nicht so ganz bereit war dafür. Aber anhand diesen Picks und Bans gehe ich mal davon aus, dass Epic Clanes Epic doch ein guter, guter Herausforderer für The Chosen Ones ist, die hier erstes Spiel gewonnen haben. Epic Clan hat einen Deathwin erstmal bekommen durch das Matchup. Bans waren Doom und Mirana gegen die Bans von Viper und Skywrath Mage, wieder von Chosen Ones, die hier mit der Death Prophet gehen, was von einem Faceless Void Shadow Shaman Combo als erstes gepickt wird. Sehr stark, sehr potent, sehr mächtig, ab Level 6 und mit dem Shadow Shaman schon vorher. Und The Chosen Ones nehmen hier den Razor, um mit Death Prophet Razor doch zwei relativ tanky und zurzeit gerade sehr, sehr, sehr starke OP-Helden im Current Meta zu haben. Gebannt wird Ancient Apparition von The Chosen Ones, die hier mit dem Faceless Void natürlich eine einfache Combo bannen wollen und wahrscheinlich, na gut, Skywrath Mage ist schon draußen wegen der Combo und noch eine zweite Combo, vielleicht den Witch Doctor hier bannen werden. Epic Clanes Epic hat als erstes den Warlock gebannt. Und wird wahrscheinlich hier vielleicht ein Silencer? Ne. Okay, gehen mit dem Tinker. Sehen ein, dass es hier vielleicht ein skilliges Spiel wird. Und wollen halt erstmal ein bisschen Split-Push raushalten. Klar ist Prophet noch drin, aber Tinker wäre hier erstmal relativ gut, weil Void und Shaman doch relativ squishy Helden sind. Dementsprechend wäre der Tinker hier wahrscheinlich schwieriger als der Prophet, der nicht so mobil ist. Und ja, Witch Doctor gebannt von The Chosen Ones, die hier wieder mit dem Wraith King gehen. Hatten letztes Spiel relativ gut damit gefahren, aber müssen diesmal eventuell überlegen, das Ganze als Support Wraith King aufzuziehen. Aber mal schauen. Mal schauen, ob das Stream funktioniert. Ich hier gerade eben neu geladen habe. Für die Leute, die den Stream gucken und prinzipiell auch natürlich YouTube, die Qualität ist jetzt auf 5 Kilobit mit Constant Bitrate und keinem Puffer runtergestellt, damit vielleicht Twitch besser klarkommt. Ich glaube, das war eben ein bisschen zu viel für Twitch. Bin mir nicht sicher und nicht so ganz erfahren darin, was Twitch wirklich verträgt und sollte vielleicht nicht das, mit dem man rebroadcastet bzw. für sich selbst local aufnimmt, was doch einiges an Qualität ist, da hier für Twitch benutzen. Ich sehe hier, dass es hängt. Geht weiter. Gegen ein Team gespielt hatten, was nicht so ganz. Und irgendwie hängt es schon wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich habe diesmal immerhin kein Packel-Loss, keine verlorenen Frames. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es mein Twitch ist, was darum backt und nicht unbedingt euers. Wenn nicht, schreibt mir über Steam, für die Leute, die mich auf Steam haben, und dann kann ich das Ding ändern. So, wir haben halt hier den Invoker, der als Epic-Combo für den Faceless Void genommen wird, nachdem Witch Doctor und AA und Skywrath Mage raus sind. Gibt es da quasi wirklich keinen Supporter mehr, der da irgendwie gut reinpassen würde. Ja, wird hier mit dem Invoker gegangen. Visage auf der Seite von Chosen Ones sehr stark, auch mehr zum Early Game. Und Wraith King Visage, würde ich sagen, ist schon eine ziemlich scary Trilane mit dem Razor zusammen. Könnte man eventuell drauf gucken, ob sie hier vielleicht nicht aggressive gehen wollen. Besonders nachdem Epic Clan hier den Disruptor abpickt, der ohne Zweifel aggressive nicht so toll ist. Nicht so pralle. Klar, Shadow Shaman kann ein bisschen was gegenhalten. Außerdem haben sie ihren Carry wohl noch nicht gezeigt. Aber Disruptor ist auf der Trilane nicht so sonderlich toll. Denn klar, Q ist ein schöner, also sein Buff, Thunderstrike, ist ein sehr starker Skill, 160 Damage auf Level 1, aber Damage over Time, in der Zeit über für die 4 Sekunden, sind schon längst 2 Kills passiert. Und relativ hohe Mana-Kosten und ein Cooldown von 60 Sekunden, was worüber Visage halt lacht. Okay, 16 Sekunden Grave Chill, aber es war das dann schon 4 Sekunden. Hat Visage auf jeden Fall mehr Nukes, außerdem Wraith King Stun hat auch wesentlich weniger Cooldown, wobei er das halt auch nur einmal knapp zweimal machen kann. Gut, Epic Clanes Epic braucht noch einen K
Carry und The Chosen Ones einen Off-Air. Oder noch einen Carry, wenn sie halt aggressiv gehen würden, was ich ihnen durchaus zutrauen könnte. Bristleback ist hier ein sehr, sehr guter Bann, meiner Meinung nach. Denn Death Prophet Razor sind zwei Helden, die doch relativ viel Burst können und extrem Damage raushalten, aber halt auch darauf relyen, dass dieser Damage in die Gegner geht. Und nicht nur komplett von Bristleback getankt wird, der außerdem halt darüber lacht und ein bisschen Quills damit sprüht. Von daher ein schöner Bann. Weiß nicht, ob ein Centaur Epic Clan hat die Initiation. Sie haben sowohl Counter Initiation mit dem Disruptor als auch Initiation mit dem Faceless Void. Enigma-Bann hätte sein können, ja. Aber ich glaube eher, dass es eine Aggro-Try wird mit irgendwas squishy auf einer Solo-Lane oder einem Aggressive-Carry, der hier mit Wraith King Visage zusammengeht. Oder der Aggressive-Carry kann natürlich auch Wraith King sein, es geht hier noch ein zweiter Support. Wenn sie das machen wollten, sowas wie ein Silencer wäre cool, vielleicht. Auf der Trailer vielleicht ein bisschen was bekommt. Ein paar Intelligence. Oder... Was ist hier noch stark? Irgendwas vergesse ich hier. Entweder ist es sowas wie ein Dazzle oder einfach für mehr Damage. Lina, klar. Könnte mich erinnern, was hat der Virtus Pro hatte letztens irgendwas da gemacht? Nein, Bane hatten sie da, genau. Goblack hatte auf dem Bane zusammen mit Visage Bane da relativ viel. Aber sie gehen hier mit Dazzle, um noch ein bisschen Heal zu bekommen. Dementsprechend wahrscheinlich Wraith King Visage Dazzle Aggressive Trilane. Ja... Invoker in der Mitte. Ich bin mir sicher, ob Razor oder Death Prophet in die Mitte geht. Würde schon fast sagen, dass Razor auf jeden Fall auf die Safe Lane geht, stimmt. Weil im Faceless Void Offlane, Faceless Void hat keinen Spaß gegen den Razor. Und dementsprechend Death Prophet in die Mitte geht. Und auch noch ein bisschen mehr Range für Harris gegen den Invoker hat. Der damit aber relativ fein sein sollte. Ja, mal schauen, mit welchem Carry Epic hier geht. Haben halt relativ viele Möglichkeiten, Carry oder Offlane, ja. Könnten natürlich den Void carryen. Besonders weil ihr Lineup sehr, sehr stark auf der Krone basiert und ich glaube, sie sehen halt, okay, Razor, das wird ein Aggro-Try. wenn der Void solo gegen den Razor kommt, haben wir ein Problem. Andererseits, die Level bekommt er gegen den Razor. Gehen die mit Undying? Wahrscheinlich, also, ja, es könnte doch. Nee, Aggro-Try, nein. Wird wohl eine Undying Offlane und ein Void Carry. Nun gut. Sioni auf der Death Prophet, dementsprechend die Mitte. Gut. Also, auf der Seite von The Chosen Ones haben wir Sioni, die in der Mitte. Der in der Mitte. Egal, der Held. in der Mitte auf der Death Prophet. Razor. Hat wohl auf die Lane gekauft mit dem Ring, der wahrscheinlich zum Basi wird. Dann wahrscheinlich häufig ein Lane-Item. Und wieder einen Smoke. Genau. Borna auf dem Wraith King. Laotre und Galarist auf der Dazzle und Visage, respectively. Das waren auch, glaube ich, die beiden Supports im letzten Mal. Dementsprechend wird das wohl ein Carry Wraith King. Ja, aber auch nicht wirklich jemals. Eine Frage, stimmt auch wieder. Und Aggressive Smoke mal wieder in die Mitte. Diesmal finden sie aber wohl keinen. Epic Team ist Epic, ist doch relativ weit zu hinten. Außerdem wissen sie, dass die Level 1 keine Chance haben. Und haben auch niemanden gejungelt, von daher verlieren sie hier nichts, dass sie sich den Dschungel invaden lassen. Wir haben auf der Seite von Epic SWAT auf dem Shadow Shaman Support. Seven Allies auf dem Disruptor Support. Are you a wizard? Auf dem Carry Faces Void, that dude wird Undying auf der Offline spielen und so guter Jack Foe auf dem Invoker in der Mitte. Damit geht das los. Illusion unten, nichts wirklich Besonderes. Und weiter. Und es wird wohl doch kein Aggressive Trilane. Das überrascht mich ein bisschen, weil Razor Offlane, not sure. Wenn er halt einmal geglimpst wird, dürfte das relativ schnell ein Kill sein, egal wie schnell er ist. Vielleicht denken sie auch, dass es offensichtlich ist und sie dodgen. Bin mir nicht sicher. Aber spätestens jetzt hier mit dem Undying werden sie halt sehen, okay. Ist nix.
Hause von Sioni. Schon wieder der Packet Loss vom letzten Spiel. Hm. Bitter hier für The Chosen Ones. Aber okay. Mal schauen. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Epic eine Chance hier hat, wie die Lanes bisher stehen. Denn ja, sie müssen ja die Combo hochbekommen. Void muss unbedingt die Level bekommen. Und die Lanes von The Chosen Ones sehen bisher nicht so optimal aus. Ich glaube, sie haben auf eine Agro-Tri-Lane gepokert, beziehungsweise hier auf einen Dodge. Und wollten einen Void hier zu haben. Außerdem halt Undying riecht eigentlich nach einer Agro-Tri. Aber sie haben ja doch gesagt, okay, wir machen Undying Offlane. Ist ein starker Offlaner, muss man dazu sagen. Aber hier wäre es wahrscheinlich besser, wenn sie richtig gedodged hätten. Und da einen, also für die, für The Chosen Ones wäre es besser gewesen, wenn sie jetzt die Lanes hätten, die sie wollten. Nämlich Agro-Tri gegen Agro-Tri und einen Razor Solo. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns die Last jetzt an, die noch nichts sagen, wow. Außer, dass The Chosen Ones zuerst auf der Lane sind. Aber gut. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt hier auf den Razor, wie er sich hält. Hat schon ein Plasma Field. Klar, was sonst? Prinzipiell Link wird man da nicht wirklich brauchen. Und ja, wird versuchen hier ein paar Last jetzt abzustauben, was er erstmal noch schafft. Aber muss halt auch aufpassen, dass er hier nicht gecatcht wird. Weil so denke ich es nicht. Ich hatte auf jeden Fall Level 2, was auf dem Link sehr wichtiger Skill ist, um den Void zu linken und somit auf jeden Fall den Damage Output ein bisschen zu minimieren. Und Dual Lanes von den Chosen Ones hier. Pullspot sollte geblockt sein, bin mir nicht sicher. Den meistens hier hingestellt, aber ich glaube bis hierhin blockt das Ding noch. Und daher Pullspot geblockt. Und Dual Lane gegen Tri-Lane. Dadurch, dass Razor jetzt linken kann, hat er auf jeden Fall Spaß. Er wird wohl noch ein bisschen Harris reinhauen. Whoop, das könnte... Oh, das wird knapp, das wird knapp. First Blood für Fear and Me. Wird dabei aber... Ah, okay, Grave ist draußen, aber ein bisschen zu früh. Muss hier blocken. Ah, okay, der Heal ist raus. Damit überlebt tatsächlich Razor das. Ist doch sehr, sehr tief gedived. Hätte ich gedacht, dass er noch den Kill bekommt. Das wäre es auf jeden Fall nicht... Ja, gut. Naja, wäre es nicht weg gewesen. Jetzt muss er allerdings aufpassen, hat doch sehr, 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 sehr wenige Leben. Ein Heal ist da, aber Aethershock? Ne, Aethershock noch nicht geskillt. Der Hex wäre noch da gewesen, aber zu spät gemerkt von Sword. Unten wird jetzt ein Go gemacht auf die Hand, da hängt Tombstone steht. Die Frage ist, ob sie, ja, der nächste Stun ist vorhanden, das sollte ein Kill sein. Soul Assumption ist auch ready, wird wahrscheinlich nicht gebraucht, wird aber trotzdem genommen, um sich den Kill zu stehlen. Visage holt den Kill. Die Zombies machen einiges an Damage. Muss Wraithking gucken, dass er den noch schnell genug killt, aber weit genug weg, um die Zombies zu dodgen. Allerdings Wraithking muss... Whoops, das war sehr, sehr knapp bei dem Tombstone. Wir beide haben dran gegangen. 2-0 für The Chosen Ones. Die hier doch aus den Lanes definitiv mit den Dual Lanes das... also mehr rausholen. Undying wird erst richtig gut gegen eine relativ passive Tri-Lane. Und die Tri-Lane on top von The Chosen Ones ist doch relativ schwach mit dem Disruptor. Damit vergleichbar mit der Dual Lane. Besonders Dazzle Razor. Sie können halt Razor nicht gohnen quasi, weil Dazzle wird ihn am Leben halten. Und wenn Dazzle weit hinten ist, sollte das auf jeden Fall sehr, sehr gut hier aussehen für The Chosen Ones. In der Mitte sehen wir auch schon an den Last Hits 18-12 gegen den Invoker 4-2. Muss hier sehr, sehr weit hinten sein. Und verliert gerade auch schon relativ aussagekräftig die Lane hier gegen die Death Prophet. Ist auf jeden Fall ja, eine schwierige Lane für den Invoker. Ja, Last jetzt sehen wir hier den Razor, der doch ein bisschen was hat, aber immerhin für Epic Team hat der Void hier immer noch mehr Last jetzt als der Razor, sonst würde ihn das sehr, sehr wurmen. Hier unten ist auch noch nichts. Rune spawnt und zwar Invis on top. Wird direkt gepinkt. Und, oh, das war knapp, aber hat weit gedived, hat sich gelohnt. Death Prophet, Killer auf Invoker. Damit hat Invoker auf jeden Fall ein Problem hier in der Lane. Death Prophet geht nach unten, obwohl sie hier eine Ward haben. Was sehr interessant ist. Hat er denn nicht geguckt, wo er hin will? Hm. Na gut, vielleicht hat er aber auch gerade nicht aufgepasst. Klar, er musste sowieso hierher gehen, weil er vom Kill hier runterkam.
Aber die Creeps waren am Tower, da hätte er hier ja eigentlich gehen können. Egal. Auf der Top-Lane. Razer nimmt so langsam hier die Lead ab, dem Void, der doch ein bisschen im Farmen nachlässt. Was zum Teil verkackte Last-Hits sind, zum Teil halt auch sehr starkes Zoning vom Razer. Die Rune steht immer noch da. Death Prophet nimmt sich die Rune nicht. Und Bottlecrowd lieber. Okay. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber naja. Wird er wohl einen Grund für haben, ne? Jo. Wraith King und The Dude kommen sich sehr nah. Razer oben hat... Na, ist kein Link. Okay, Leute, mehr finde so hinterher. Kann man machen. Hat vielleicht auf einen Leap, auf einen Termwalk spekuliert. Okay. Invoker zeigt es immerhin jetzt so gerade so ein bisschen was mit Forge Spirit und Cold Snap Harris, dass er doch noch ein bisschen was gegen die Death Prophet machen kann. Allerdings ist halt jetzt die Frage, wie viel. Denn der Crypt Swarm macht schon sehr, sehr viel Damage auf die Forge Spirits und lässt sie nicht so lange leben, muss man dazu sagen. Dire's Middle Tower is under attack. Egal, nicht zu viel machen, sonst verpasse ich das Beste, nämlich ein extrem weiter Dive vom Razer, der hier auf dem Plasmafeld spekuliert, aber das Ding nicht bekommt. Jetzt kein Glimpse auf den Disruptor, das ist sehr, sehr schade. Geht hier auf einen Max Thunderstrike Build, hätte hier vielleicht mehr machen können, aber auch so kriegen sie das Ganze tot, sollte hier nicht entkommen. Andererseits, das ist relativ schnell. Dann hält sich hier schon fast gegen die Wölfe. Visage kriegt oben, ja, unten den Kill auf den Dude, aber halt immer noch Packet Loss auf Sioni. Der jetzt hier auf jeden Fall sicherstellen will, dass er hier keine Lags hat, denn das könnte entscheidend werden. Shadow Shaman sollte nichts bekommen. Razer wird wahrscheinlich bald wieder mit dem Plasmafeld Harrison reinkommen, wird sich aber zurückhalten. Shadow Shaman könnte ein Problem haben, allerdings noch kein Poison auf dem Dazzle. Daher wird er erstmal fein sein. Invoker ist ja das Problem. Mit den Faceboots kann er halt, kann die Death Prophet eigentlich immer hinter ihm herlaufen. Und sollte das hier den Kill bekommen, wenn er stehen bleibt und killt. Ja, wenn er stehen bleibt und killt. Ups. Und Shadow Shaman tötet den Razer, der doch noch zurückgekommen ist. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Weil er halt wusste, wo er ist. Und wenn er runterkommt, dann boom. Invoker Disconnect. Das wird wahrscheinlich gleich zu einer Pause führen in 3, 2, 1, jetzt. Und, ja. Okay. Also das mit dem Invoker habe ich nicht ganz, mit dem Razer, das hätte nicht sein müssen. Aber, na gut. 2 zu 1 Trade. Immer noch für die, The Chosen Ones. Außerdem haben sie noch hier und, ja doch, da haben sie den Shadow Charm hier oben bekommen. Und relativ weit gedived. Also dafür lief es noch relativ gut. Dafür, dass sie da doch ein bisschen gesandwiched wurden hier oben. 7 zu 1 aber für The Chosen Ones. Epic muss gucken, dass sie ihre Kombos aufbekommen. Level 5 auf dem Void. Wenn die Level 6 so langsam online kommen. Disruptor braucht unbedingt eigentlich Level in Glimpse, um solche Situationen stärker entscheiden zu können. Denn eine Glimpse hätte hier mit in der Situation hier oben, mit dem Grave, hätte sie auf jeden Fall den Razer früher getötet und dann hätten sie eine 2 zu 1 Situation gegen entweder nur den Dazzle oder halt auch nur die Grobelus. Und der nächste Kill auf Undying von Visage, verpasse ich aber auch immer, nicht so toll. Das ist halt das Problem mit der Undying, dass er halt so bis Level 4 super gut auf der Lane ist, wenn er das genügend Strength stealen kann. Aber mit dem Damage Output einfach nur Stun vom Wraith King und die Soul Assumptions machen es, ja, eine extrem harte Lane für Undying, da zu überleben. Epic dewarded hier, sogar noch frischer Ward. Haben sie sehr gut geliefert. Invoker versucht jetzt nach unten zu gehen und Undying vielleicht in die Mitte, wobei er erstmal noch runterkommt. Vielleicht versuchen sie dann Go oder irgendwas zu finden.
Wird allerdings auch schwierig, ne? Visage ist Level 6. Und ja. Familiar sind online, die dann doch Level 6, besonders wenn auch der nur in den Vocal Level 6 ist, einen sehr, sehr hohen Damage-Output haben. Hat 8 Minuten Blinkdagger auf dem Wraith King. Bei 003, okay. Der farmt aber ziemlich lange. Respekt. 8 Minuten Blinkdagger mit Power Treads? Was für ein. Krass. Okay. Grobulus 62 Last Hits. Kommt da schon was? Da kommt im Kurier. Oh, Drums, okay. Ja. Grobulus ist ja so langsam. Braucht man unbedingt die Drums. Drums-Build hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt auf Oils gedacht, aber können sie auch machen. Schöner Hex hier, um mehr Dives zu verhindern auf den Disruptor. Aber das Plasmafeld macht noch nicht genug Damage, um hier Insta-Kills zu ermöglichen. Ist aber auch besser so, denn dann hat Epic überhaupt noch eine Chance. Death Prophet ist wohl, ups. Also keine Sekunde, wo er tot war. Und Void ist jetzt hier nicht weit genug gedived. Und wird jetzt hier auch weit genug gejumpt. Wird jetzt hier auch noch umgebracht. Ist auch interessant. Hatten keine Vision auf den Void und trotzdem haben die Geister ihn gefunden. Und eingegriffen. Das ist wohl so, dass die Geister halt auch im Fog angreifen. Oder sie haben ihn nur zufällig. Sie sind nur zufällig gerade über ihn geflogen und haben keine Attack gemacht. Aber ich glaube, sie hatten ihn angegriffen, ja. 11 zu 1. 2 zu 0 Tower. Unterschied für The Chosen Ones. Und so langsam geht der Snowball los. Und besonders mit solchen Dingen auch 0-5 jetzt. Visage ist auf 5-0. Ja, bei sowas braucht man natürlich keine Last Hits. Wird wahrscheinlich auf Agassi direkt gehen. Weiß ich nicht. Aber könnte ich nicht verübeln. Bitter, bitter, bitter. Das sieht mir sehr nach einem Snowball-Match aus. Wir sind 10 Minuten drin. Wir können uns mal die Level angucken. Fast The Chosen Ones komplett on top of the board. Nur noch Undying kann mithalten, weil das halt eine Solo-Lane war und er immer genügend TPs hatte, um halt schnell wieder in die XP-Range zu kommen. Haben wir 14 Last Hits. Networth läuft am außerkräftigen zu sein. Ja, okay, spiegelt den XP-Graph wieder. Aber ja, Soul Assumption. Too strong, too strong, too strong. Und die Familiars sorgen natürlich auch dafür, dass der Typ so relativ einfach down bekommt. Wraith King muss jetzt tatsächlich aber hier aufpassen. Nee. Auch das Problem. Und Soul Rip auch noch nicht geskillt. Okay. Soul Rip hätte hier vielleicht mehr sorgen können. Andererseits, Shadow Sham kommt rein. Sieht hier eigentlich den Wraith King. Ah, okay, jetzt ist er nicht mehr low. Und jetzt hat er auch gerade genug Mana für sein Ulti bekommen. Andererseits, Level 1 Ulti, glaube ich, ist er besser mit dran, wenn er den laufen lässt. Ja, The Chosen Ones haben wirkliche Probleme. Moment, hier ist der Server, glaube ich nicht. Eigentlich beide relativ easy. Und 10 Minuten Pause, ja, nicht so, war andersrum. Wollte schon sagen, 10 Minuten Pause ist noch nicht so ganz nah dran. Okay, Grafenzeit. Okay, lassen wir die Grafen weg. Das Spiel ist noch sehr even und 13-1, not. Ja, okay, das scheint das zweite, ja, technically das dritte Spiel diesen Tag zu sein, was doch relativ imbalanced ist. Am Anfang haben sie noch gut gegenhalten können, aber teilweise ist halt auch der Draft schuld. Der Draft ist darauf ausgelegt, einen Void zu haben, in die Chrono mit Kombos reingefightet zu werden. Schöne Grammatik, ich habe. Dementsprechend ist es halt natürlich das Ding, dass vor 6-7 Minuten eigentlich noch nichts passiert für Epic. Und The Chosen Ones haben doch ein Lineup, was sehr, sehr aktiv am Anfang ist. Mit einem Razor, mit einer Death Prophet, mit einem Wraith King und natürlich mit einer Visage. Dementsprechend ist es hier zum einen im Draft, zum anderen die Duel Lanes haben extrem gut für The Chosen Ones funktioniert. Muss man dazu sagen. Bin ich, ja, nicht ganz erstaunt von, aber bin ich sehr zufrieden mit, dass es das doch geklappt hat. Denn, ja, es ist schön als Caster zu sehen, wenn Strategies aufgehen. Denn sonst wäre es halt einfach nur ein, wir schlagen zwei Köpfe ein und derjenige, der früher klickt, hat gewonnen. Das ist ja auch nicht so toll.
Und Dota ist Schach. Dementsprechend freue ich mich über das Verschieben am Anfang. Link, Stun. Jetzt müssen Sie aufpassen. Visage ist da. Haben Sword Assumption, die den Kill garantiert. Not. Stun sollte. Okay, Blink ist nicht ganz ready. Geht hier down. Oh, und der Slow trifft nicht hier an. Dahinter wird er wahrscheinlich hinblinken. okay, ja, den Hit muss man jetzt nicht unbedingt abbrechen. Egal. Haben wir doch die Shadow Shaman auf der Seite bekommen. Hier, Dias Bottom Tower haben wir jetzt T1 bekommen und Wraith King kann natürlich auch einfach weglaufen. Nur gerade zu wenig Damage, Level 11 jetzt hier für den Wraith King, gerade so relativ bitter, dass die Reincarnation vorher geprockt wurde, bevor er den Kill bekommen hatte. Aber naja. Versuchen jetzt in den Bottom Tower zu bekommen. Sind zu viert hier. Mit einer Illusion Rune of the Death Prophet. Ja, EP kommt, kommt zum Defenden. Allerdings Chrono Down. Dementsprechend wird da wahrscheinlich nichts zu machen sein. Keine Wards. Level 5. Exorcism ist auch used worden. Mit den Familien zusammen. Ist es ein Kill dafür? Und für Chosen Ones werden wahrscheinlich Pinks und Froschern kommen raus. Exorcism ist. Ja, ist jetzt dann down. Aber mit der Aura vom Wraith King, die er noch nicht geskillt hat, wird das easy. Okay. Aber auch ohne die Aura sollten sie damit. Ja, mal schauen. Visage kann noch ein bisschen tanken. Und glaube ich, haben sie einen Mech irgendwo. Sollten sie nicht einen Mech? Auf dem Razor. Der. Ja. Kommt wird. Wurde gescoutet. Das hätte sogar fast killen können. Daher relativ knapp. Aber gut, sie wissen hier, dass es online ist. Tombstone wird eventuell. Nee. Okay, sie smoken hoch. Tombstone wäre hier natürlich relativ fatal für. Für The Chosen Ones. Allerdings sollten sie das vielleicht auch machen. Wobei ich natürlich zustimmen kann, ja. Sie sollten das nicht contesten. Ja, Razor ist da. Den Razor könnten sie jetzt vielleicht bekommen. Jekyll ist da, allerdings. Das Ulti macht sehr, sehr viel Damage. Familias Stun hier runter, ein Hit. Und Shadow Shaman ist Geschichte. Undying stimmt jetzt auch noch, weil der Wraith King hochblinkt. Auch schön gesehen. Und Razor hält hier tatsächlich das komplette gegnerische Team zurück. Während sein Team Roshan macht. Das ist übel. Wraith King muss das aufpassen, hat. Ja, hat eine Reincarnation. Okay. Und damit können sie einfach diven. 18 zu 1. Das sollte relativ bald GG sein. Oh, Mask of Madness, das ist bitter. Oh, ein Crit. Da hat die Mask of Madness nicht so gut funktioniert. Aber klar, musste anmachen, sonst wäre er erst recht nicht entkommen. Muss man natürlich dazu sagen. Ja, die Grafen. Lass ich doch wieder weg. Networth sagt jetzt einiges aus. Der Soul hat mehr Farm als der Faceless Void. Und Farm generell. Ja, sieht es auch relativ bitter aus für das Epic Team. Naja. Okay. The Chosen Ones werden hier High Ground pushen. Exorcism is used. Alles oder nichts. Wraith King. Oh, schöne Chrono. Fünfmal Chrono. Jetzt müssen sie gucken, ob der irgendwas reinwerfen kann. Die Frage ist, haben sie irgendwas? Bisher ist es noch nichts und kriegen gerade so den Wraith King down. Allerdings, nee. Wird schwierig sein. Tombstone steht. Wraith King blinkt weg. Tombstone ist down. Und Mecha und Heal und alles ist wieder online. Wunderschöne Chrono. Das Problem war halt, dass Disruptor noch nicht Level 6 ist, dass Shadow Charm noch nicht Level 6 ist und hatten sie einfach keinen Damage, um da reinzustellen. Und spätestens jetzt ist, glaube ich, alles aufgebraucht, was sie haben. Tombstone ist so cooldown, Chrono ist so cooldown. Und Invoker hat aber auch keine Skills mehr. Damit sollte das eigentlich gelaufen sein. Zumindest können sie die nächsten 30 Sekunden nicht fighten. Aber ich kriege den Kill nicht ganz. Muss jetzt hier tatsächlich noch aufpassen, dass sie nicht gebürstet wird. Stun auf Faceless Void. Für mich ja schöne Stuns dazu. Und das Plasmafeld plus die paar Hits sorgen auch dafür, dass die Shadow Shaman gekillt wird. Und dem Dazzle ist natürlich relativ einfach und GG von Epic Team ist Epic. War interessant, das stimmt, aber halt, ja. Die Lanes und der Draft, würde ich sagen, haben das Ding entschieden. Super reagiert mit den Blue Lanes und ja, haben einen relativ aktiven Draft gegen das Teamfight-lastige Liner von Epic Team gestellt, was leider zu spät online kam. Gut, dann First Game Ever, okay. Ja, ich glaube, The Chosen Ones sind etwas mehr eingespielt. Damit geht's ins nächste Spiel. Das war das Viertelfinale des ESL Weekly Cups Nummer 75.
Und ja, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Game. Bis gleich.